Hey liebe Blubber-Family und herzlich willkommen zu einem neuen Büchervideo hier bei Ankas Geblubber. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich riesig, denn in den letzten Wochen war es hier doch etwas stiller. Ich meine, ihr kennt es ja ab und zu. Gibt es hier bei Ankas Geblubber mal solche Phasen, in denen es auch ein bisschen ruhiger zugeht. In den letzten Wochen lag es einfach daran, ihr habt es vielleicht über Social Media schon mitbekommen, ich habe Mitte Oktober einen neuen Job begonnen, was ziemlich, ziemlich cool ist. Ich arbeite jetzt nämlich in einem Verlag. Wenn ihr dazu mal mehr wissen möchtet, schreibt mir eure Fragen gerne in die Kommentare. Dann können wir da vielleicht mal ein Q&A zu machen, wenn euch das interessiert. Ich habe aber nicht nur einen neuen Job angefangen, sondern stecke gerade auch mittendrin in der heißen Endphase unserer Theaterproben. Eigentlich haben wir vor, Mitte und Ende Dezember 5 offizielle und eine inoffizielle Aufführung zu spielen. Das Ganze ist jetzt natürlich wieder in der Schwebe. Keine Ahnung, ob das pandemiebedingt so machbar sein wird, aber geprobt wird. Und anfangs hatte ich eigentlich erst eine etwas kleinere Rolle im Stück und jetzt ist es aber eine sehr große Rolle geworden, weshalb ich natürlich auch sehr viel Zeit und Kraft und ja, auch irgendwie Motivation und Wille in diese Proben stecke, dass ich, wenn ich dann nach Hause komme, einfach fix und fertig bin. Erst die Arbeit, die neue Arbeit, an die ich mich gewöhne, beziehungsweise für die ich auch sehr viel tue, für die ich sehr brenne. Und dann die Theaterproben, danach bin ich einfach platt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es deswegen in den letzten Wochen ein bisschen ruhiger war. Jetzt mache ich mich gerade wieder an die Videoplanungen, das heißt, ich kann auch gerne eure Wünsche berücksichtigen. Schreibt mir eure Videowünsche ebenfalls in die Kommentare. Vielleicht ist ja das ein oder andere dabei oder der ein oder andere Wunsch dabei, der in Erfüllung geht. Lesetechnisch läuft es aktuell nicht ganz so gut, auch das hauptsächlich bedingt durch die trubelige Zeit der letzten Wochen, aber ich denke jetzt, wenn es zum Jahresende hin vielleicht wieder ein bisschen ruhiger wird, finde ich auch wieder mehr Zeit und Muße zum Lesen. Ich habe aber doch so einige Hörbücher gehört, wobei auch ja im Oktober waren es bloß 2 und im September waren es glaube ich 4, 3 Hörbücher und ein Printbuch, das ich gelesen habe. Die möchte ich euch jetzt heute in diesem Video vorstellen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht und Lust, mit mir gemeinsam über meine Bücher zu blubbern. Buch Nummer 1, das ich gelesen bzw. in dem Fall gehört habe, ist dieses hier, What I Like About You, Mitten ins Herz von Marisa Kanter und gelesen von Madia Kelling-Bergner. In dieser Geschichte geht es um die Bookfluencerin Hallie und ihren besten Freund Nash. Beide sind verrückt nach Büchern und haben sich deswegen online kennengelernt. Sie sind beide sehr aktiv in der Book-Community und lieben es, sich stundenlang über ihre liebsten Titel auszutauschen. Und auch so können sie eigentlich über alles reden. Naja, fast alles, denn Hallie verschweigt Nash, wer sie eigentlich wirklich ist. Nash kennt nur Hallies Online-Personality und das ist Kels. Kels hat alles, was Hallie fehlt. Sie hat viele Freunde, eine große Online-Community, sie hat großes Selbstvertrauen und sie hat natürlich Nash. Für ihr Abschlussjahr muss Hallie auf eine andere Schule wechseln und staunt nicht schlecht, als ihr plötzlich Nash gegenübersteht. Ihr könnt euch vorstellen, dass da das Chaos vorprogrammiert ist. Ja, wenn ich jetzt an diesen Titel zurückdenke, ich meine, es ist ja schon eine ganze Weile her, dass ich ihn gehört habe, spüre ich schon wieder dieses genervte Augenverdrehen, das ich die ganze Zeit hatte. Oh, ich fand Kels bzw. Hallie echt anstrengend und konnte auch nicht so wirklich nachvollziehen, warum sie Nash die ganze Zeit belügt, warum es ihr so schwer fällt, ihm die Wahrheit zu sagen. Denn das ist alles, worum es sich die meiste Zeit dreht. Na klar, habe ich verstanden, welche Probleme Hallie hat und auch warum sie aus ihrer Online-Personality oder ihrem eigentlichen Ich so ein Geheimnis macht. Ich kann diesen Zwiespalt sehr gut nachvollziehen. Auch ich habe viele Jahre gar nicht so offen zu Ankas Geblubber gestanden. Natürlich im privaten Bereich schon, aber jetzt zum Beispiel im beruflichen, da habe ich nur sehr, sehr, sehr wenigen Leuten davon erzählt, was ich hier mit euch treibe. Und ich kann schon verstehen, es ist so ein gewisser Schutzmechanismus da, aber wenn ich doch jemanden als meinen besten Freund bezeichne, dann kann ich ihn doch nicht so belügen, oder? Ja, ihr merkt, mich hat dieser Titel nicht wirklich überzeugt. Ich bin dran geblieben, weil ich diese ganze Side-Story rund um Kels und ihre Karriere in der Book-Community sehr spannend fand. Sie wird nämlich entdeckt. Ich finde auch sehr spannend, was sie macht. Sie ist bekannt dafür geworden, dass sie Cupcakes zu Büchern
backt. Und das fand ich irgendwie sehr schön. Und da ihren Werdegang zu beobachten, hat mir einfach gut gefallen. Deswegen bin ich dran geblieben. Wäre es allein um diese Love Story oder diese Freundschaftsgeschichte gegangen, dann hätte ich wahrscheinlich abgebrochen. Ich glaube, ich habe, lass mich kurz spicken. Ja, ich habe diesen Titel mit 2 von 5 Herzen bewertet. Somit von mir an dieser Stelle leider keine Leseempfehlung, aber vielleicht ist ja der nächste Titel etwas für euch. Als nächstes habe ich nämlich Man wird ja wohl noch träumen dürfen von Christina Günak gehört, gelesen wieder von meiner geliebten Vanida Karun. Ich sage es immer wieder, wenn ich über die Hörbücher spreche, die von ihr gesprochen werden. Ich liebe ihre Stimme so sehr. Es ist so angenehm, sie im Ohr zu haben und ich finde es einfach großartig, wie sie einem die Geschichten näher bringt. Ich glaube, das war jetzt der letzte Titel von ihr, von Christina Günak, auf meiner Liste, den ich noch nicht gehört habe. Jetzt ist er gehört, sehr, 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 sehr schade. Das heißt, ich muss mich jetzt wieder ein bisschen gedulden, bis dann wieder was Neues von der Autorin rauskommt. Sie hat mich, wie ihr vielleicht in den letzten Monaten gesehen habt, nicht zu 100% begeistert, also nicht mit allen ihren Titeln, aber doch mit den meisten. So auch mit diesem. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht eine Hausgemeinschaft, was ich sehr spannend finde. Allen voran natürlich unsere Protagonistin Thea. Thea ist Physiotherapeutin und hat eine Praxis in dem Haus, um das es hier geht. Thea traut ihren Augen und ihren Ohren nicht, als sie erfährt, dass ihr Vermieter ihr fristlos gekündigt hat. Aber nicht nur ihr, sondern auch allen anderen Mietern in diesem Haus. Und die sind doch teils etwas skurril, aber allesamt sehr, sehr, sehr sympathisch. Gemeinsam versuchen die Bewohnerinnen und Bewohner jetzt eine Lösung, das heißt eine neue Unterkunft zu finden. Und das Ganze gestaltet sich doch recht trubelig, sehr lustig und teilweise auch ein kleines bisschen romantisch. Ich mag die Geschichten von Christina Günak unheimlich gern. Sie haben einen tollen Mix aus Humor, Liebe, kleines bisschen Drama natürlich auch dabei. Und es steckt doch auch immer die ein oder andere wichtige Message in ihren Büchern. Das Ganze sehr leicht, locker und unterhaltsam erzählt für diejenigen von euch, die gern was Entspanntes hören möchten, die einfach abschalten möchten, wenn sie so ein Hörbuch hören, sich gerne keine großartigen Gedanken machen möchten, einfach ja, die Seele baumeln lassen möchten. Für die ist dieses Buch definitiv etwas. Ich habe mich wieder bestens unterhalten gefühlt. Es war für mich kein absolutes Highlight. Dieses Buch, dieses Hörbuch hat von mir 4 von 5 Herzen bekommen, ist somit eine Leseempfehlung von mir oder Hörempfehlung. Wenn ihr Vanida Karun genauso gerne mögt wie ich, dann hört dieses Hörbuch unbedingt an. Es war wirklich schön und ich freue mich schon auf alles Weitere, was von Christina Günak in den nächsten Jahren hoffentlich noch kommen wird. Weiter ging es dann mit einer Kurzgeschichte, die ich ebenfalls gehört habe. Das war diese hier. Für mich ging es ein letztes Mal zurück nach Green Valley. Find Me in Green Valley von Lily Lucas ist eine Kurzgeschichte, die zu ihrem Green Valley Love Universum erschienen ist. Und ich habe mich sehr gefreut, noch einmal in dieses Setting zurückzukehren und auch liebgewonnene Charaktere wieder zu treffen. In dieser Kurzgeschichte geht es um die 21-jährige Sarah. Sie führt eigentlich ein sorgenfreies und glückliches Leben in der Oberschicht von Chicago, bis eines Tages ein großer Skandal ihre Familie erschüttert. Deswegen wird sie nach Green Valley geschickt zu ihrer Tante, um dort so ein bisschen Abstand zu gewinnen. Ganz kurz für diejenigen, die die Green Valley Love-Reihe nicht gelesen und nicht gehört haben. Green Valley ist ein kleiner Ort, der sich inmitten der Rocky Mountains befindet. Das heißt, in den Geschichten befinden wir uns meistens mitten in der Natur. Es ist sehr heimelig, sehr urig. Jeder kennt jeden in diesem Dorf und ja, jeder lernt jetzt auch Sarah kennen. Und natürlich auch andersrum. Sarah lernt natürlich auch die BewohnerInnen von Green Valley kennen. Allen voran selbstverständlich unsere bereits bekannten Charaktere aus Vorgängergeschichten. Ja, aber nicht nur die, sondern auch Grayson. Grayson kennt man, glaube ich, aus den vorherigen Geschichten noch nicht so intensiv. Vielleicht ist er mal durchs Bild gehuscht, aber er war zumindest noch nicht großes Thema. Jetzt wird er aber zum großen Thema. Er arbeitet in einem Outdoor-Laden und dort trifft er das erste Mal auf Sarah. Sarah kommt aus der Großstadt, während Grayson ein Naturbursche durch und durch ist. Da treffen also zwei ganz unterschiedliche Welten aufeinander und trotzdem sprühen da schon relativ früh die Funken. Ziemlich schnell fühlt sich Sarah nämlich zu Grayson hingezogen, doch Grayson ist nicht mit ihrem Leben, das sie eigentlich führt,
vereinbar. Was das heißt, solltet ihr selbst herausfinden. Für mich war es wieder ein toller, schöner, romantischer, süßer, leicht kitschiger Ausflug in die Rocky Mountains. Ich halte mich dort vom Setting her immer gerne auf, also nicht nur in dieser Reihe, sondern auch in anderen Geschichten. Aber ganz speziell diese Reihe hat es mir dann doch sehr angetan. Ich liebe die Charaktere, ich liebe unsere Freundesgruppe, die auch hier natürlich wieder auftaucht. Und mir hat die Geschichte sehr viel Spaß gemacht. Schade, dass sie so kurz war. Sie hätte definitiv Potenzial für mehr gehabt. Ja, und es war doch auch ein Stück weit traurig, immer im Hinterkopf zu haben, dass das der letzte Band oder die letzte Geschichte aus diesem Universum sein wird. Schade, aber von mir definitiv eine Hörempfehlung. Auch hier gab es 4 von 5 Herzen. Kommen wir nun zu dem einzigen Printbuch, das ich euch in diesem Video zeigen kann. Das ist dieses hier. Ich habe ein Buch gelesen. Yay! Küsse im Sommerregen sind auch nur nass von Kiara Smith. Ist eine Neuerscheinung aus diesem Sommer gewesen, auf die ich mich sehr gefreut habe. Denn sie wurde übersetzt aus dem Englischen von Jessica Comina und Sandra Knofinke. Die beiden gehören zu meinen allerliebsten Übersetzerinnen. Ich liebe ihren Schreibstil so sehr. Ich liebe es, was sie aus den Büchern machen. Sie übersetzen unter anderem auch die Bücher von Maggie Stiefvater. Wenn ihr da schon mal was gelesen habt, wisst ihr, sprachlich ist das auf einem ganz, ganz, ganz tollen Niveau. Ja, und deswegen wollte ich eigentlich gar nicht großartig wissen, worum es hier in dieser Geschichte geht. Mir war klar, ich muss sie auf jeden Fall lesen. Dennoch blieb es nicht aus, mich vorab so ein bisschen über die Geschichte an sich zu informieren. Und auch die hat mich dann doch sehr neugierig gestimmt. Zu Beginn dieser Geschichte durfte ich direkt Saoirse kennenlernen. Saoirse hat einen sehr besonderen Namen, wie ich finde. Ich musste mich erst so ein bisschen daran gewöhnen, zumal man ihn auch ganz anders schreibt, als man ihn ausspricht. Aber ja, die anfänglichen Schwierigkeiten ließen schnell nach, denn Saoirse hat mich mit ihrem doch sehr eckigen, kantigen Charakter sehr schnell für sich einnehmen können. Saoirse ist momentan ziemlich genervt, genervt von ihrem Leben und all dem, was da gerade so vor sich geht. Deswegen wünscht sie sich einen sehr entspannten Sommer. Sie möchte gern ein bisschen feiern gehen. Sie möchte ganz viele Horrorfilme gucken, denn die liebt sie sehr. Und sie möchte sich in ganz unverfängliche Knutschereien stürzen, die definitiv nichts Ernstes mit sich bringen. Auf einer Party lernt sie dann Ruby kennen und Ruby ist das wohl schönste Mädchen, das sie jemals gesehen hat. Ja, Ruby ist aber ganz anders als Saoirse. Ruby liebt Rom-Coms. Sie kann mit Horrorfilmen nicht so viel anfangen, aber liebt Romantic Comedies. Sie liebt diese ganzen typischen Teenie-Highschool-Movies, die wir sicherlich auch alle mal geguckt, gefeiert und geliebt haben. Und sie ist da eine totale Expertin drin. Von Anfang an sind Saoirse und Ruby total niedlich miteinander. Ich habe die beiden so gefeiert von Anfang an. Ruby ist es dann, die Saoirse einen Deal vorschlägt. Und zwar ein Sommer wie in einer romantischen Komödie. Voller filmreifer Dates, aber ganz ohne Verpflichtungen. Sie wollen also ganz verschiedene Filmszenen irgendwie nachspielen. Sie wissen, dass ihr Techtelmechtel ein Ende hat, denn dann wird Ruby, die gar nicht dort lebt, wo Saoirse lebt, wird Ruby wieder zurück nach Hause gehen und die Wege der beiden trennen sich und alles ist gut, aber sie haben eben so ein bisschen Spaß miteinander einen Sommer lang. Natürlich wissen wir, wenn wir all diese romantischen Komödien, um die es hier geht, gesehen haben, dass sie am Ende alle irgendwie gleich ausgehen. Ne? Wie sieht das Ende so einer Rom-Com aus? Großes Fragezeichen. Zumindest nicht so, wie es sich Ruby und Saoirse vorstellen, oder? Ach ja, es war schon eine sehr süße, schöne, kribbelige Lesezeit. Teilweise war ich aber auch ein bisschen genervt von Saoirse, weil sie ja doch sehr eckig und sehr kantig ist. Sie ist teilweise sehr motzig und gerade auch, was ihre Familie angeht, sehr vorbelastet. Sie hat da etwas, über das sie... Sie hat etwas erlebt, worüber sie nicht spricht. Das ist ein Geheimnis, das die ganze Zeit so über ihren Köpfen schwebt und das hat mich immer so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, weil oh, natürlich, ich kann verstehen, dass sie auch hier wie in mitten ins Herz der Geschichte, von der ich euch am Anfang erzählt habe, dass sich die Protagonistin schützen möchte, dass sie Schutzmauern irgendwie um sich aufbaut. Aber oh, ich werde einfach immer so kribbelig genervt, wenn ich merke, es wird nicht miteinander geredet, es wird nicht miteinander kommuniziert, obwohl es so wichtig ist und die ganze Sache irgendwie einfacher machen könnte. Ja, das ist das Einzige, was mich hier so ein bisschen genervt hat. Besonders gefeiert habe ich eine Szene, beziehungsweise eigentlich waren es zwei Szenen, die mit
einer bestimmten Person zu tun hatten. Es geht einmal in einen Brautmodenladen und das war, ich habe Tränen gelacht, das war so herrlich. Und was ich dann auch ganz besonders spannend, mutig und toll fand, war das Ende. Ja, mehr möchte ich zu diesem Buch nicht sagen. Wenn ich euch vielleicht ein bisschen neugierig machen konnte, lest rein, holt euch dieses Buch. Es ist auch optisch ein kleiner Hingucker oder hat was. Es hat mich gut unterhalten, sprachlich war es auch gut. Es hat mich jetzt nicht so sehr geflasht wie andere Bücher, die die zwei übersetzt haben, also Jessica Comina und Sandra Knuffinke. Dennoch definitiv lesenswert und eine gute, süße, romantische Unterhaltung. So viel zu meinem Lese- und Hörmonat September. Kommen wir noch zu den zwei Titeln, die ich im Oktober gehört habe. Und leider waren das zwei Enttäuschungen für mich. Fangen wir mit Enttäuschung Nummer 1 an. Keeper of the Lost Cities, der Aufbruch, das ist der erste Band einer sehr umfangreichen Reihe, die jetzt ganz frisch erschienen ist, von Shannon Messenger und gelesen, Achtung, von David Nathan. Und David Nathan ist ja eigentlich schon ein Versprechen. Eigentlich weiß man, dass das gut ist, was David Nathan da liest. Ich glaube, viele von euch, viele von uns haben schon mal ein Hörbuch gehört, das David Nathan gesprochen hat. Er gehört wirklich zur Top-Riege unserer deutschen SprecherInnen und ich höre ihn auch wirklich sehr gerne. Hab mich sehr, sehr, sehr auf dieses neue Abenteuer gefreut. Nicht nur, weil er es liest, sondern auch aufgrund der Ankündigung. Ein episches Fantasy-Abenteuer der preisgekrönten New York Times und USA Today Bestseller-Autorin Shannon Messenger. Der erste Band einer Serie um Elfen, Freundschaft und Magie mit jeder Menge Spannung für Mädchen und Jungen ab 11 Jahren. Irgendwo habe ich auch noch den Verweis auf Harry Potter gelesen und da werde ich doch immer relativ schnell hellhörig. Ja, und wenn das Ganze dann noch von David Nathan gelesen wird, da dachte ich mir, ey, Anka, da musst du zuschlagen. Aber worum geht es denn genau? Es geht um Sophie. Sophie ist 12 Jahre alt und sie fühlt sich in ihrer urbanen Welt irgendwie fehl am Platz, irgendwie fremd. Sie kann Gedanken lesen und muss daraus definitiv ein Geheimnis machen. Es stört sie aber auch massiv. Stellt ihr euch mal vor, wie es für euch wäre, wenn ihr ständig sämtliche Gedanken von den Menschen um euch rum hören könntet. Fürchterlich, es muss ziemlich, ziemlich laut in Sophies Kopf sein. Ja, eines Tages begegnet sie dann dem jungen Fitz und sie erfährt, dass sie eigentlich dem Volk der Elfen angehört und ihre Heimat in einer ganz verborgenen Welt liegt. Für sie beginnt nun ein großes Abenteuer, das an sehr, sehr, sehr viele Fragen geknüpft ist. Warum ist sie bei einer Familie aufgewachsen, die nicht so ist wie sie selbst? Also wieso können zum Beispiel ihre Eltern keine Gedanken lesen? Und wieso begegnen ihr alle in dieser neuen, fremdartigen Welt mit so viel Argwohn? Was ist das Besondere an Sophie? Ja, also es sind definitiv Parallelen da zu unserer geliebten Harry Potter Welt, aber ich glaube, jede fantastische Geschichte, in der es auch um ein Internat geht oder eine Zaubererschule oder so, hat gewisse Parallelen aufzuweisen. Ich habe mich super duper schwer getan. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, es war eine Enttäuschung für mich. Es ging alles hoppladihopp. Ich kam gar nicht hinterher. Meine Güte. Ich dachte erst, es wäre vielleicht so ein kleiner Ausblick. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich war total verwirrt. Ich sag's ganz, ganz einfach. Ich konnte nicht glauben, dass die Geschichte eigentlich schon so schnell fortgeschritten ist und dass alles so schnell abgehandelt wird. Ich habe es nicht geschafft, irgendeine Verbindung zu Sophie aufzubauen oder zu der Geschichte irgendwie. Ich bin da nicht reingekommen. Es fühlte sich so an, als würde ich so hinterherhechten und als würde ich schon irgendwie was verpasst haben, als würde ich immer nur so kleine Auszüge sehen. Ich bin da nicht wirklich eingetaucht. Ich konnte nicht mitfühlen und konnte mir auch diese Welt, in die Sophie da eintaucht, nicht wirklich vorstellen. Es gab spannende, interessante, zauberhafte Aspekte, aber irgendwie hatte ich nie so wirklich Zeit dafür. Dann gibt es Momente, die heftig waren, die richtig, richtig heftig waren. Zum Beispiel, wie Sophie ihre Familie verlässt, um eben in diese neue Welt einzutauchen. Das fand ich grauenvoll, aber irgendwie wurde das auch relativ schnell wieder abgehakt, weil ja, es ist nun mal ein Kinderbuch. Es wird empfohlen ab 11 Jahren. Da darf es natürlich nicht so knallhart sein. Aber dann wiederum war es sehr kindlich und sehr oberflächlich. Ich weiß nicht. Ich bin
weder mit den Figuren noch mit der Geschichte an sich warm geworden. Da konnte mir auch ein fantastischer David Nathan im Ohr nicht weiterhelfen. Schlussendlich habe ich diese Geschichte leider, leider, leider abgebrochen, weil sie mich einfach nur noch mehr in so ein Lese- bzw. Hörtief geschickt hat. Ich wusste, okay, ich muss irgendwie weiterhören, um diese Geschichte zu verfolgen, aber ich wollte dann nicht, dann habe ich irgendwie was anderes gemacht und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck davon, wenn man eigentlich gerne in Geschichten eintauchen möchte und Geschichten hören möchte. Deswegen Abbruch und los ging's zur nächsten Geschichte, auf die ich mich richtig, richtig, richtig doll gefreut habe. Ja, Leute, jetzt ist hier etwas passiert, was schon eine Ewigkeit nicht mehr vorgekommen ist. Gefühlt vor 8 Jahren oder so das letzte Mal. Nein, es ist jetzt vielleicht übertrieben. Ich habe in eine Kamera geblubbert, die nicht aufgenommen hat. Das heißt, das, was ihr jetzt hört, das habe ich alles schon mal geblubbert. Wir haben jetzt auch schon ein paar Stündchen später, weil ich zwischenzeitlich noch ein bisschen was erledigen musste. Ich war noch einkaufen, war mit der Family essen und, und. Deswegen lasst euch nicht daran stören, dass ich jetzt vielleicht so ein kleines bisschen anders aussehe. Das ist die Erklärung. Also, kommen wir zum letzten Titel, den ich im Oktober gehört habe. Und das ist einer, wie ich glaube ich schon verraten habe, auf den ich mich total gefreut habe. Im letzten Jahr war ich ein großer Fan der Love Next Trilogie von Anne Petzold. Deswegen war ich auch total gehypt und total gespannt auf ihre neue Dilogie. Band 1, Right Here, Stay With Me, kam Ende September raus. So sieht er aus. Das Hörbuch wird wieder gelesen von Leonie Lander, die auch schon die Love Next Trilogie gelesen hat. Ich liebe sie im Ohr, wirklich. Ich höre ihr so gerne zu und sie passt so perfekt zu den typischen YA oder NA Protagonistinnen. Also das macht sie wirklich grandios. In dieser Geschichte geht es um Lucy. Lucy liebt das Eiskunstlaufen. Es ist ihre größte Leidenschaft. Es fehlt ihr aber noch so ein kleiner Sprung, im wahrsten Sinne des Wortes, um das Ganze professionell anzugehen. Deswegen strebt sie jetzt einen Wettbewerb an und hat auch einen Deal mit ihren Eltern geschlossen. Denn das Ganze muss natürlich auch irgendwie finanziert werden. Ihre Eltern möchten eigentlich gerne, dass sie in die familieninterne Firma mit einsteigt, in das Familienunternehmen. Und Lucy sagt, okay, gib mir noch diese eine Chance, wenn ich den Wettbewerb gewinne, dann verfolge ich das Eiskunstlaufen weiter und wenn ich es nicht schaffe, nehme ich mein Marketingstudium wieder auf und steige dann wohl auch in das Familienunternehmen mit ein. Das möchte Lucy aber überhaupt nicht, deswegen trainiert sie sehr, sehr hart, sehr, sehr, sehr fleißig, fokussiert sich sehr auf diesen einen Moment und lernt dann Jules kennen. Jules taucht irgendwie wie aus dem Nichts aus. Auf, plötzlich ist er da und verdreht unsere Lucy ganz schön den Kopf. Ihr ist klar, dass sie jetzt eigentlich überhaupt keine Ablenkung gebrauchen kann. Doch, ja, die Liebe fragt einfach nicht nach der richtigen Zeit. Klingt eigentlich ganz niedlich, oder? Ja, sowohl Lucy als auch Jules haben beide ihre Päckchen zu tragen. Jules kümmert sich zum Beispiel sehr aufopferungsvoll um seinen kleinen Bruder. Wieso, weshalb, warum, das könnt ihr selbst herausfinden. Und Lucy hat, wie schon angekündigt oder angedeutet, so ein paar familiäre Probleme und auch ja mit ihrer Zukunftsplanung, da ist sie halt eben gerade sehr unsicher. In der Love Next Trilogie fand ich es großartig, dass Anne Petzold nichts überstürzt hat. Sie hat so ein entspanntes Tempo vorgelegt. Sie hat die Geschichte so unaufgeregt und trotzdem fesselnd beschrieben. Es war so authentisch, so natürlich, so wohlfühlend. Ich habe mich wirklich total in ihren Erzählstil verliebt und mochte insbesondere diese ruhige Art und Weise. Diese ruhige Art und Weise gab es jetzt in diesem Titel auch wieder. Aber hier war es mir definitiv zu ruhig. Es ging mir zu schleppend voran und es war stellenweise nicht nur zäh, sondern wirklich, wirklich langweilig. Ich meine, der Verlag schiebt diesen Titel immer so ein bisschen in die New Adult Sparte. Ich sage aber auch hier, genauso wie bei der Love Next Trilogie, meiner Meinung nach ist es kein New Adult Titel. Es geht eher in die Young Adult Richtung. Lucy verhält sich für ihr Alter sehr zurückhaltend, würde ich sagen. Die Annäherung zwischen ihr und Jules geht sehr, sehr, sehr langsam, sehr, 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 sehr zart vonstatten, was auch sehr schön ist natürlich. Aber wenn man New Adult Fan ist, dann wartet man auf gewisse Szenen einfach vergebens, würde ich sagen. Gut, so viel dazu. Die Annäherung verläuft, wie gesagt, sehr smooth.
Und auch die Geschichte verläuft sehr unaufgeregt. Es gibt so den ein oder anderen Peak, an dem die Geschichte vielleicht so ein bisschen Fahrt aufnimmt, aber schlussendlich verlief sie für mich wirklich sehr schleppend. Dann kam für mich ein weiterer negativer Punkt dazu, das war die Beziehung zwischen Lucy und Jules. Meiner Meinung nach hat Lucy, meines Empfindens, wirklich mein subjektives Empfinden, einen leichten Vaterkomplex. Und sie sucht was, was sie dann von Jules irgendwie bekommen hat. Diese Aufmerksamkeit und diese Fürsorge, weil sich Jules eben auch so sehr um seinen kleinen Bruder kümmert. Ich glaube, da sieht sie in ihm doch eher eine Vaterfigur als, weiß ich nicht, einen attraktiven Freund. Keine Ahnung, I don't know. Kam für mich so rüber. Und dann ein Punkt, der mich massivst gestört hat, das war ihr Kaninchen. Ich bin ein großer Tierfreund. Ihr wisst es vielleicht, ihr wisst, dass ich mich aktiv im Tierschutz engagiere und dass ich auch regelmäßig in einer Tierauffangstation aushelfe, in der wir auch sehr, sehr, sehr viele Kaninchen haben. Das heißt, ich kenne mich mit Kaninchen doch ein bisschen aus. Und trotzdem denke ich, dass man sich nicht großartig auskennen muss, um zu wissen, dass man Kaninchen nicht alleine halten sollte. Lucy hat ein Kaninchen und zwar wird die Haltung dieses Kaninchens total romantisiert. Das Kaninchen lebt in ihrem Zimmer. Dazu gibt es nichts zu sagen, das ist in Ordnung. Es gibt einige Menschen, die die Kaninchen nicht irgendwie in Gehegen, also großen Gehegen halten, sondern einfach frei in der Wohnung, was vollkommen in Ordnung ist. Aber ich weiß nicht, es wird alleine gehalten. Achtung, nicht gut für Kaninchen. Und es hat mich auch gestört, dass Jules, der in einer Tierarztpraxis arbeitet, da nichts gegen sagt. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass er der Lucy einmal den Kopf wäscht, als er das sieht zum Beispiel oder mitbekommt. Und die Aufklärungsarbeit leistet und dann vielleicht noch ein zweites Kaninchen dazu holt, dass es eine Vergesellschaftung gibt und alles ist in Ordnung. Aber dass das Ganze so romantisiert wird, dass es war wie so, ich weiß auch nicht, ich kann es ganz, 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 ganz schwer in Worte fassen. Das hat mich massivst gestört. Ich fand es sehr schade und auch ärgerlich, dass es da am Ende keine Aufklärung gab. Gab für mich definitiv einen fetten Minuspunkt. Das und alles Weitere, was ich gerade gesagt habe, hat dazu geführt, dass ich diesem Titel leider nur 2 von 5 Herzen gegeben habe, genauso wie Keeper of the Lost Cities, wobei ich das ja Keeper of the Lost Cities nicht komplett bewerten kann, weil ich sie abgebrochen habe. Aber Right Here, Stay With Me hat bloß 2 Herzen bekommen, womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Super duper schade, was aber nicht heißt, dass ich die Autorin jetzt für mich abgeschrieben habe. Ganz im Gegenteil. Nur weil mir jetzt ein Titel von ihr mal nicht gefallen hat, heißt es nicht, dass ich nichts mehr von ihr lesen möchte. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich jetzt diese Dilogie nicht mehr weiterverfolge, dass ich Band 2 nicht mehr lesen werde, aber dann natürlich Augen aufhalten werde, Ausschau halten werde, was dann so als nächstes von Anne Petzold rauskommt. Denn generell mag ich ihren Schreibstil und ihre Art zu erzählen wirklich sehr, 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 sehr gerne. Ja, liebe Blubber Family, das war ja, mein kurzer, knapper Lesemonat Oktober, den September habt ihr gehört. Wir sind durch, liebe Blubber Family. Jetzt seid ihr gefragt. Kommt doch gern zu mir in die Kommentare. Verratet mir, ob ihr die Titel, die ich euch hier vorgestellt habe, schon gelesen oder gehört habt. Wie haben sie euch gefallen? Was habt ihr dazu zu sagen? Eure Meinung bitte rein in die Kommentare. Und verratet mir doch auch gerne, welche Bücher und Hörbücher ihr in letzter Zeit so gehört und gelesen habt. Welche Highlights waren dabei? Habt ihr Buchtipps für mich? Auch die möchte ich wissen. Rein mit euch in die Kommentare. Ja, ihr habt viel zu tun. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Sage vielen, vielen, vielen Dank, liebe Blubber Family, fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann gerne bis zum nächsten Video.